Auf dem Neptun, dem am weitesten entfernten Planeten unseres Sonnensystems, geht etwas extrem Merkwürdiges vor sich. Entgegen jeglicher Prognosen sind die Temperaturen dort drastisch gefallen. Welche mysteriöse Kraft bringt den Neptun zum Frieren? Das klären wir in diesem Video, also bleibt bis zum Ende dran und wenn es euch gefällt, dann freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar, denn das bringt den YouTube-Algorithmus dazu, dieses Video noch mehr Menschen anzuzeigen. Vielen Dank, Leute, und herzlich willkommen. Der Neptun ist für uns eine ziemlich mysteriöse, weit entfernte Welt. Der äußerste Planet unseres Sonnensystems befindet sich im Schnitt 4,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt und wurde erst von einer einzigen Raumsonde besucht, nämlich von Voyager 2. Und das ist jetzt auch schon wieder so ein paar Jährchen her. Voyager 2 untersuchte ihn nämlich im Jahr 1989, also vor meiner Geburt. Seit ich auf der Welt bin, hat man den Neptun nicht mehr mit einer Raumsonde besucht. Doch diese Untersuchung damals hat sich gelohnt, denn Voyager 2 entdeckte einen riesigen Sturm auf dem Neptun, den sogenannten Great Dark Spot, und sie machte ein Ringsystem ausfindig, das man vorher noch nicht kannte. Man bestimmte erstmalig die genaue Länge eines Neptuntags, 16 Stunden und 7 Minuten, und man fand Polarlichter auf dem Neptun, die wesentlich komplexer als die auf der Erde sind. Mit anderen Worten, fast all die spannenden Informationen, die wir über den Neptun haben, sind über 30 Jahre alt. Nun hat man aber dennoch etwas Neues über den Neptun herausfinden können und das ist ziemlich unerklärlich. Auf dem Neptun wird es kälter und kälter. Jetzt werden einige von euch vielleicht sagen, 4,5 Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt, klar ist es da kalt, Alter. Stimmt schon, aber auch auf dem Neptun gibt es Jahreszeiten. Die dauern jeweils so ungefähr 40 Erdenjahre, denn für einen kompletten Umlauf um die Sonne benötigt der Neptun 165 Erdenjahre. 40 Jahre Sommer, das klingt echt super. Auch wenn der Sommer auf dem Neptun nicht ganz so angenehme Temperaturen bietet, nämlich ungefähr minus 200 Grad. Hier passt also der alte Song von Rudi Carrell, wann wird's mal wieder richtig Sommer? Vor allem, weil es mysteriöserweise immer kälter wird, obwohl ja gerade neptunischer Sommer herrscht. Eine neue Studie, in der Beobachtungen der Temperatur des Neptun aus 17 Jahren zusammengetragen wurden, zeigt, es gibt einen mysteriösen, global gemittelten Rückgang von etwa 8 Grad Celsius zwischen 2003 und 2018, der durch einen deutlichen Rückgang der atmosphärischen Strahlung des Neptuns ab dem Jahre 2003 belegt wird. Der Planetenforscher Michael Roman von der University of Leicester in Großbritannien sagt, diese Veränderung war unerwartet. Da wir Neptun während seines südlichen Frühsommers beobachtet haben, haben wir erwartet, dass die Temperaturen langsam wärmer werden, nicht kälter. Was also ist verantwortlich für den neptunischen Klimawandel? Brauchen wir vielleicht einfach höhere Steuern auf dem Neptun oder ein Tempolimit? Und wie konnte man das überhaupt herausfinden, wenn es seit 30 Jahren keine Raumsonde gab, die den Neptun besucht hat? Das ist durch leistungsfähige, erdgebundene Teleskope möglich, wie beispielsweise das VLT Imager and Spectrometer vom Mid-Infrared-Teleskop, kurz VISIR-Teleskop, das am Very Large Teleskop der europäischen Südsternwarte in Chile installiert ist und das anhand der Emission von Infrarotlicht einen Himmelskörper auf dessen Temperatur untersuchen kann. Das Forscherteam um Michael Roman analysierte die Daten, die das VISIR-Teleskop über Jahre gesammelt hatte und zusätzlich auch noch Ergebnisse des Spitzer Weltraumteleskops der NASA. Heraus kam die detaillierteste Studie zur Temperaturmessung auf dem Neptun, die jemals erstellt wurde. So fand man das also heraus, bleibt aber immer noch die Frage, wie die Absenkung der Temperatur mitten im Sommer zu erklären ist. So genau weiß das niemand, aber es muss wohl etwas mit den Prozessen in der Neptunatmosphäre zu tun haben. In der Studie heißt es, während Methan das Sonnenlicht absorbiert und die Atmosphäre erwärmt, sind photochemisch erzeugte Kohlenwasserstoffe, vor allem Ethan und Acetylen, starke Infrarotstrahler, die die Stratosphäre abkühlen. Anders gesagt, wenn sich die Menge der photochemischen Kohlenwasserstoffe verändert, dann wird mehr im Infrarotbereich abgestrahlt und ein Planet wird kühler. Ähnliche Prozesse hatte man auch schon auf dem Saturn beobachtet. Hier stellte man fest, dass das Zusammenspiel von Chemikalien in Wolken innerhalb der Atmosphäre deren Temperatur beeinflussen kann. Auf dem Neptun scheint es also chemikalische Prozesse zu geben, die derart massiv sind, dass sie die Temperatur des gesamten Planeten beeinflussen. Aber was könnte derart heftige Reaktionen auslösen?
Eine Idee wäre, dass es etwas mit den riesigen Stürmen auf dem Neptun zu tun hat. Der Great Dark Spot war nämlich nur einer von sehr vielen Neptunstürmen. Er ist schon seit dem Jahre 1994 verschwunden, doch es bilden sich andauernd neue Stürme von unfassbarem Ausmaße. Und diese Sturmentstehung auf dem Neptun ist noch total rätselhaft und kaum geklärt, und es könnte sein, dass dadurch die chemikalischen Reaktionen in der Atmosphäre durcheinandergewirbelt werden und dies zu einer Abkühlung sogar im Sommer führen kann. Das Forscherteam der Uni Leicester hat aber noch eine weitere Idee. Auch die Sonneneinstrahlung könnte eine Überlegung wert sein. Denn die Sonne durchläuft mehrjährige Aktivitätszyklen und ist mal weniger aktiv, mal mehr. Die durch den Aktivitätszyklus der Sonne hervorgerufenen Strahlungsänderungen könnten in irgendeiner noch ungeklärten Weise photochemische Veränderungen in der Neptunatmosphäre auslösen, was wiederum die beobachteten Temperaturschwankungen erklären könnte. Aber das sind alles nur Hypothesen. Die atmosphärischen Prozesse auf dem Neptun bleiben für uns vorerst ein großes Rätsel. Und es wird noch verwirrender. Seit 2018 hat sich die Abkühlung auf dem Neptun nämlich umgekehrt und es wird schlagartig wieder wärmer. Die Temperatur schnappte innerhalb weniger Jahre zurück und ist im Schnitt um 11 Grad gestiegen. Der Neptun durchlebt also derzeit wirklich ein Wechselbad der Gefühle, fast so, als wäre er in einer Art planetarer Menopause oder so. Michael Roman fasst es sehr gut zusammen und sagt, dies alles deutet auf ein kompliziertes Bild der Neptunatmosphäre hin und darauf, wie sie sich mit der Zeit verändert. Ich denke, dass der Neptun für viele von uns so faszinierend ist, weil wir noch so wenig über ihn wissen. Ähnlich mysteriös und sogar noch weiter weg als der Neptun ist der Pluto. Und auf dem kleinen Zwergplaneten haben Forscher Anfang April eine unglaubliche Entdeckung gemacht, die sogar außerirdisches Leben möglich erscheinen lässt. Kein April-Scherz, klickt unbedingt mal auf das Video, um alles über den spannenden Fund auf dem Pluto zu erfahren. Und wenn ihr meine Arbeit etwas unterstützen wollt, dann klickt gerne auch mal auf den Shop-Button. In meinem Weltraumshop gibt es echte Meteoriten, Astronautennahrung und meine selbstgeschriebenen und gemalten Weltraumbücher. Mit dem Link hier gibt es Rabatt auf alles, also greift zu. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, Leute!